Und zugeschaltet ist uns nun Sascha Lehnertz. Er ist der Chefkorrespondent bei unserer Weltaußenpolitik. Guten Morgen, Sascha. Guten Morgen. In diese Zeiten fällt ja auch eine große Feierstunde. 60 Jahre Élysée-Vertrag, die Grundlage für die deutsch-französische Freundschaft und enge Partnerschaft. Aber ist denn tatsächlich alles so rosig in den deutsch-französischen Beziehungen zurzeit? Eher nicht, oder? Also rosig ist sicherlich nicht alles. Wir haben aber immerhin eine Feierstunde über die Bühne bekommen, die dafür gesorgt hat, dass die Missstimmungen der letzten Wochen und Monate sicherlich etwas zurückgegangen sind. Die sind allerdings nach wie vor vorhanden und es wird jetzt in den nächsten Wochen darauf ankommen, auch konkret an den Punkten zu arbeiten, die jetzt in der Grundsatzerklärung, die die Deutschen und Franzosen gestern verabschiedet haben, bei dieser Zusammenkunft auch umzusetzen. Sascha, lass uns noch mal schauen auf die französische Haltung zu den deutschen Panzerlieferungen. Denn gestern Abend in der Pressekonferenz haben beide ja eigentlich die gleiche Frage bekommen. Wie geht's weiter? Scholz hat wie immer ja relativ schwammig und allgemein auch geantwortet. Bei Macron war es immerhin etwas konkreter, dass man mal drei Kriterien gehört hat, von was man denn solche weiteren Lieferungen abhängig macht. Sind die tatsächlich da inhaltlich auf einer Linie oder wie würdest du das einschätzen? Also ich glaube, bei den Panzerlieferungen sind sie ehrlich gesagt nicht so weit auseinander. Denn wenn man sich die drei Kriterien, die Macron genannt hat, anschaut, dann unterscheiden die sich nicht weit von denen, die Olaf Scholz immer nennt. Es geht darum, dass die Lage nicht eskalieren darf, dass man die eigene Verteidigungsbereitschaft nicht schwächen darf und dass man alles tun will, um die Ukraine letztlich zum Erfolg zu führen. Das unterscheidet sich nicht so sehr von der Scholz-Position. Und ich glaube, die Franzosen sitzen da so ein bisschen auf der Hinterbank und gucken zu, wie Scholz diese Leopard-Entscheidung versucht, in seinem Sinne zu steuern. Denn natürlich haben auch die Franzosen ein Interesse, dass man als schwache europäische Verteidigungsmacht, die man natürlich momentan ist, nicht ohne die Unterstützung der Amerikaner dasteht, wenn man tatsächlich jetzt Panzer an die Ukraine liefert. Emmanuel Macron, er betont ja immer wieder die politische Souveränität. Das ist also eins seiner Lieblingsthemen. Was erwartet er denn tatsächlich von Olaf Scholz in dieser Frage? Oder man kann es auch so formulieren, was erwartet Paris von Berlin? Also ich glaube, dahinter versteckt sich eine ganze Menge. Das Grundsätzliche ist erstmal die Erkenntnis von Macron, verstanden zu haben, dass ohne ein selbstständiges, souveränes Europa dieses Europa nicht überlebensfähig ist. Das heißt natürlich ein Europa, das sich ein Stück weit von den USA emanzipiert, ohne dabei aus der NATO herauszugehen, aber was letztlich in der Lage ist, sich selber zu verteidigen. Und zu verteidigen sowohl auf militärischer als auch letztlich auf industrieller Ebene. Das heißt, Europa als Industriestandort zu bewahren. Und da glaubt Macron oder ist Macron überzeugt, dass dies nur mit einer großen gemeinsamen europäischen Anstrengung funktionieren wird. Und das heißt letztlich, dass wir in die Richtung gehen werden müssen, glaubt zumindest Macron, die auch die EU-Kommission vorgeschlagen hat, nämlich eine Art europäischen Souveränitätsfonds aufzulegen, um einerseits auf der industriepolitischen Ebene den Inflation Reduction Act in den USA zu kontern und der europäischen Industrie das Überleben hier zu sichern und auf der anderen Seite wirklich sehr viel Geld in die Hand nehmen zu müssen, um tatsächlich die Verteidigungsbereitschaft Europas in den nächsten 10, 20 Jahren herzustellen in einer Landschaft, die sich geopolitisch vollkommen verändert hat. Worauf das hinausläuft, ist im Endeffekt natürlich ein weiterer Ausbau der gemeinsamen europäischen Verschuldung mit Fonds, deren Namen man wird noch finden müssen. Das deutsch-französische Verhältnis, es bleibt ein wenig angeknackst, auch zum 60-jährigen Bestehen des Élysée-Vertrags. Das war Sascha Lehnertz, unser Chefkorrespondent Weltaußenpolitik. Sascha, danke für das Gespräch und die Einordnungen. Gerne. Falls Sie sich wundern, warum jüngst kaum Briefe und Pakete bei Ihnen ankommen, es wird gestreikt und nicht nur bei der Post, wo noch, das verraten wir Ihnen gleich. Dein Körper ist ein Meisterwerk. Er kann Energie freisetzen, Adrenalin.